Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um die Präzision mit den 55 Pfund Wurfarmen beim Pfeiltest. Und ich werde mich sogar hinsetzen. Wenn du das sehen willst, bleib dran. Präzision. Und wir machen es so präzise, wie es geht. Heißt, wir nehmen hier die Survival mit einem dicken Scope und wir setzen uns auch noch hin. Also, ja, jeder, der jetzt irgendwie erwartet hat, dass ich hier quer durch den Platz renne und dabei dann die Präzisionsteste, das ist natürlich keine Präzision. Wir machen es natürlich schon so, dass es dem Präzisionsanspruch gerecht wird. So, bevor wir jetzt den Wurfarm einsetzen, muss ich hier allerdings noch dringend Rail Loop drauf machen, weil hier ist so gut wie nichts mehr drauf. Bei diesem Schaft hier habe ich ein Sonderfach. Wir müssen jetzt als allererstes die Rail luben und hier kommen wir so nicht dran. Deswegen mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich mache mir ein bisschen was davon auf den Finger und dann reibe ich den hier so drüber. So, okay, dann stellen wir uns mal den Schaft ein. So ist gut. Und ich setze mir hier mein Zweibein von der Tactical drauf. So, das ist gut. Jetzt natürlich noch der Wurfarm. Bei der Survival müsst ihr auf jeden Fall diese Schraube hier vorne drin haben, ne? Sonst kann der Wurfarm ja nach oben weg. Das wollen wir nicht. Also den wirklich ganz reindrücken. Ganz runterdrücken bis zum Anschlag und dann die Schraube anziehen. Und das sollte jetzt sehr leicht und ohne Widerstand gehen. Wenn das mit dem Widerstand ist, dann dreht ihr euch gerade das Plastik kaputt. Dann schneidet sich die Schraube ins Plastik vom Schnellwechselblock und das nimmt euch die Präzision weg. Deswegen macht das mal nicht. Das ist wunderbar. Und dann bereite ich mal die anderen Kameras vor. Die Kamera hier hinten am Schaft, die ist sehr cool für euch, weil so könnt ihr dann nämlich mehr oder weniger ziemlich genau die Flugbahn des Pfeils sehen. Wird natürlich für mich ein totaler Graus, das Ganze wieder zusammenzuschneiden aus den ganzen verschiedenen Kameraaufnahmen. Aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, weil ihr werdet ein cooles Video haben. Wir stehen hier auf 10 Meter mit der Survival und einem Scope. Stehen ist das falsche Stichwort, denn für die perfekte Präzision setzen wir uns natürlich hin. Wie ermitteln wir denn hier die Präzision? Also wir gehen diesmal nicht auf Punkte, sondern wir gehen diesmal alle auf den gleichen Punkt und dann messen wir den Streukreis. Dafür habe ich dieses Maßband, das legen wir einfach um die Pfeile drum, drücken dann den Knopf und dann sagt uns das den Streukreis. So, dann starten wir doch mal. Wir werden heute nicht nur Übungsspitzen schießen und auch nicht nur Botkins, sondern immer so gut es geht beides. Wir haben jetzt hier unseren ersten Teilnehmer und das ist Xbo FMA mit den Botkins, die für mich Übungsspitzen sind, ganz klar. Ja, hier, das sind Übungsspitzen, keine Botkins. Und danach die Winifit Mira Botkins. Der Grund ist ein ganz einfacher. Viele von euch und so auch ich schießen sehr gerne die Botkins, weil die einfach einen Ticken schwerer sind oft, dadurch präziser fliegen oder satter landen. Und die Spitze ist gehärtet. Das heißt, die Pfeile sind alles in allem immer ein bisschen langlebiger als eine Übungsspitze. So, dann starten wir doch mal. Oh, ja, die Sicherung müssen wir rausmachen. Sonst können wir nicht spannen. So, die Übungsspitzen. Okay.
Okay. Dann schauen wir uns doch mal den Streukreis an. Und das sind ja, 20 Zentimeter. 20 Zentimeter für die Übungsspitzen von Expo FMA. So, und Runde 2. Es wird immer 3 Runden geben und am Ende ziehen wir dann davon den Durchschnitt und gucken dann, welcher der beste ist. Und 2 weitere. Und der letzte. Jo. So, und das ist ein Streukreis von 16, nein, 15 sogar. 15 Zentimeter. Gar nicht mal schlecht. Die dritte und letzte Runde. Oh. Der ist komisch geflogen. Oh, das wird jetzt, glaube ich, kein so guter Streukreis, diese Runde. Wir haben jetzt jedes Mal immer einen Ticken drunter und einen Ticken links getroffen. Eigentlich ist das ja total egal, weil es geht hier um die Präzision, also den Streukreis. Aber es ist natürlich trotzdem schöner, wenn man die Mitte trifft. Deswegen drehe ich jetzt hier einfach mal ein paar Klicks hoch. Und ein paar Klicks nach links, nach rechts. Und wir messen den Streukreis. Okay, der ist diesmal nicht so fantastisch. Das sind 28. 28 für den dritten Durchgang mit Expo FMA. Und hiermit sind wir jetzt auch schon fertig. Dieser Teilnehmer ist durch. Also zumindest was die Übungsspitzen angeht. Jetzt kommen noch die Botkins. Aber die sind ja nicht von Expo FMA, sondern die sind ja von Winifit Mira. Zwei Hersteller, die sich diesen Teilnehmerplatz teilen. Oder zwei Anbieter eher gesagt, weil der Hersteller ist der gleiche. Die gruppieren aber ganz gut. Und der letzte Botkin. Okay, dann messen wir mal. Siebzehn Zentimeter.
17 cm und ich muss noch immer deutlich weiter nach oben. Und die nächsten 5. Okay, ich drehe mal noch mal höher. Aber es geht ja um den Streukreis und den messen wir. So, diesmal beträgt der Streukreis genau wieder 17 cm. Sehr konsistent. Schon wieder 17 cm. Ob das ein Zufall ist, werden wir jetzt in der dritten Runde sehen. Und ich habe das Scope wieder einen Ticken höher gedreht. Also theoretisch sollten wir jetzt langsam mal die Mitte treffen. Ah, also wir kommen auf jeden Fall schon mal höher. Wir sind gleich da. Aber ich drehe jetzt natürlich nicht nach, sondern mache erstmal die Gruppe. Klar. Also schlecht ist das nicht. Es ist nur immer noch ein Ticken zu weit links. Deswegen mache ich mal noch 3 Klicks nach rechts und 5 hoch. So, aber wir messen jetzt natürlich die dritte Runde mit den Bodkins von Winifred Mira, auch bekannt als Winzfmat. Da, siehe da, sogar besser als eben. Jetzt sind wir bei 15 cm. Also die Bodkins von Winifred Mira sind echt nicht schlecht. 17, 17, 15. Sehr konsistent und alles unter 20, das ist echt top. Hätte ich nicht gedacht, gerade weil es natürlich die ja, billigen Amazon-Pfeile sind, die auch noch morgen bei dir sind, weil es Prime ist. Also echt krass, nicht schlecht. Ich muss nur sagen, ich finde es super, super schade, dass diese Pfeile einfach nicht in dem 90er-Gewicht verfügbar sind. Weil das wäre natürlich der Hammer. Einfach solche Pfeile, die recht präzise sind, für 90er Bogen nichts kosten. Ist genau das, was man sucht. Unser nächster Teilnehmer ist Gogan. Und hier bin ich mal sehr gespannt. Bei den Speedtests hatten wir immer wieder mal gesehen, dass die Pfeile nicht so ganz gerade im Ziel ankamen, sondern teilweise schräg. Und ich konnte auch herausfinden, woran es liegt. Und zwar liegt es an der Stenger Tactical und an der Compact. Also es ist einfach so, wenn man diese Pfeile durch eine Stinger, oder Compact oder Tactical schießt, dann kommen die Vanes im Inneren des, ja ich sag mal, Laufs, also dieser Laufschiene, da gibt es vorne, wo das Magazin angesetzt ist, also hier, da kommt der Pfeil gegen und kriegt dann entweder links oder rechts einen Drall. Manchmal kommt er auch nicht gegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei den Gogun-Pfeilen leider recht hoch, dass das dagegen kommt. Das wäre natürlich jetzt im Präzisionstest, wenn wir das mit der Tactical drehen würden, würde Gogan gnadenlos verlieren. Machen wir es hier heute mit der Survival. Ich muss sagen, wie wir das Ganze bewerten, dass das bei der Tactical und bei der Compact enorme Probleme macht, dazu muss ich mir noch was einfallen lassen. Vermutlich wird es am Ende des Tests einfach noch eine Sonderkategorie geben mit Plus- und Minuspunkten. Und da kriegt Gogan halt leider echt einen Minuspunkt. Einmal dafür. Aber das hier ist keine Werbemaßnahme. Das hier ist die Realität. Und wir testen einfach mal, was denn diese Pfeile können, wenn die Vanes nicht ankommen. Also ne, in der Laufschiene anstoßen. Okay. Okay. Oder stößt das da trotzdem noch irgendwo gegen? Aber wo? Kann ja eigentlich nirgendwo gegen stoßen. Pfeil Nummer 4. Und Pfeil Nummer 5. Ja.
Also, es ist gar nicht mal so grottig. Wir hätten hier eigentlich eine ganz gute Trefferzone, aber wir haben natürlich noch den einen Ausreißer dabei. Dementsprechend kommen wir leider auf 30 cm. 30 cm für Gogan im ersten Durchlauf. Also 30 cm, das wünscht sich der eine oder andere Peter. Aber ich würde mir tatsächlich sowas unter 20 wünschen bei 10 Metern und 25 Pfund. Das wäre da ein guter Wert. Oh Mann, ey. Da komme ich Gogan so sehr entgegen und mache diesen ganzen Test mit der Survival anstatt der Compact oder Tactical. Gut, Compact hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Aber Tactical halt schon. Aber das alles, damit Gogan hier wenigstens eine Chance hat. Und sie verpatzen es komplett, ey. Was ist das dann? Also Gogan hat bis jetzt hier die Höchstpunktzahl an Strafpunkten. Von daher glaube ich, wir müssen doch nicht diesen einen Strafpunkt geben für die schlechte Präzision mit der Tactical, weil auch mit der Survival verbessert sich nicht allzu viel. Also wir treffen die Scheibe, das ist schon mal eine Steigerung zum letzten Mal, aber ja, wir messen mal, wir messen mal. Vielleicht sieht es ja auch nur doof von hier aus. Und wenn ich dann dran bin, sehe ich, dass es ein Streukreis von 10 cm ist, wer weiß. Wir messen es nach. Nee, das sind keine 10 cm. Das sind 34. 34 cm. Und wir sagen da mal gar nichts zu. Wir gucken uns einfach die dritte Runde an. Wer weiß, vielleicht hauen wir jetzt ja hier einen Sub 20 raus. Das wäre natürlich was. Und würde den Schnitt jetzt hier verbessern. Also bis jetzt ist noch alles drin, ne? Noch ist alles drin. Naja, es wird vermutlich unter 30 sein, aber wir messen mal nach. 25. 25 cm für die Übungsspitzen von der Gogan GmbH. Und als nächstes haben wir hier die Bodkins von der Gogan GmbH. Gogan, Bodkins, erste Runde. Oh. Oh, oh, oh. Das ist zum Mäusemelken. Mein Gott, ey. Also als Gogan-Fan ist das wirklich deprimierend. Bin ich ehrlich, so wie es ist. Traurig, wirklich schade. Ich hatte gehofft, dass diese Pfeile echt mehr können. Aber das wird wahrscheinlich 40, 50 sowas sein. Naja, erste Runde kann ja mal passieren. Wer weiß, vielleicht haben wir ja in der zweiten Runde dafür eine unter 20. Oh, ja. 46. 46 cm. Also, ja, leider ist hier nicht so wie bei dem ersten Teilnehmer, dass die Bullets, also die Targetspitzen, ganz gut performen und die Bodkins im Grunde gleich nur noch einen Ticken besser. Hier ist es deutlich anders. Hier performen die Bodkins leider deutlich, deutlich schlechter. Diese Bodkins, die kannst du nicht mit den anderen Bodkins vergleichen. Das so, dass man sagen kann, ja, mit denen kannst du auch noch auf die Scheibe schießen, ohne dass die Scheibe komplett leidet. Bei denen hier leidet deine Scheibe komplett. Die haben so einen Hohlkehlenschliff. Dreierstich, Bodkin. Und das ist richtig doof für die Zielscheibe. Also, ja, typisch Gogan. Soll viel Schaden anrichten. Aber für mich als Scheibenschütze ist das
ziemlich schlecht. Das, für mich ist das nichts Gutes. Für mich ist das leider wirklich ein Minuspunkt, ein dicker Minuspunkt. Ja. Ist so. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn du jemand bist, der gerne Dinge kaputt macht, dann ist für dich der Gauguin-Pfeil vielleicht genau richtig. Und dadurch, dass er so günstig ist, kannst du dann halt auch oft Dinge kaputt machen. Viel Spaß dabei. Ich gehe lieber auf Präzision. Erster. So. Das eine Frechheit. Oh, und der erste Pfeil, der genau die Mitte trifft, da wo er angehalten wurde. Blöd nur, dass alle anderen das absolut nicht getan haben. Wir einen rechts haben, einen links und einen unten. Streukreis massiv über 30, vermutlich wieder 40, irgendwas. Sechsundvierzig Zentimeter für die Bodkins. Also wir machen natürlich noch die dritte Runde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt sehr ähnlich laufen wird, also wieder über 40. Und ja, von diesem Pfeil muss ich wirklich vehement abraten. Erstens schlechte Präzision, zweitens schlechtes Gewicht, ihr seid maximal 55 Pfund geeignet. Und drittens echt beschissenes Ergebnis für die Scheibe. Einfach, es zerreißt die Scheibe. Wenn dein Ziel Zerstörung ist, greif zu. Wenn dein Ziel Spaß ist, lass es. So, der erste. Der ging gar nicht mal so schlecht. Wenn jetzt alle so gruppieren. Alter! Nee. Nee. Das ist doch schon wieder jetzt über 30. Die gehen hin, wo sie wollen. Das ist echt heftig. Okay, Zeit für die Wahrheit. Tö, 47. Ja. Schon wieder 47, also ja gut, eben waren es 46, ja, aber wenigstens, ja, aber an der Stelle sollten wir auf jeden Fall mal Gauguin und auch Jörg Sprave wirklich loben, weil die Ergebnisse sind ja durch die Bank immer die gleichen. Also wir haben hier immer über 40, das ist wirklich schön konsistent, aber halt leider wirklich konsistent und präzise, ne? Das ist leider der Nachteil dabei, aber Lob für die Konsistenz. Wir haben einen unabhängigen Prüfer jetzt da, der auch nochmal gerade die Winifred Mira Bodkins gegen die Gauguin-Bodkins testet, damit wir sehen, ob ich gerade Mist gebaut habe oder ob halt die Gauguins leider wirklich so inkonsistent sind. Also mit denen sieht es sogar gut aus, ne? Kann man nicht meckern. Das ist wahr, ja. So, ich messe mal gerade den Streukreis, den der Wolfgang gerade gemacht hat. Drei Pfeile Winifred Mira. Und wir sind bei 11. Das waren jetzt 11 cm Streukreis mit den Winifred Mira. Und jetzt testet unser unabhängiger Tester einmal, was er mit den Gauguins schafft. Auch drei Stück nur, keine fünf wie bei mir. Einfach nur, dass wir grobe Werte haben. Das siehst du ja schon, dass sie so. Ja, ja, die fliegen voll komisch, ne? Deswegen habe ich da die Kamera dran gemacht, dass du das richtig siehst, wie die eine Kurve machen. Siehst du so fliegen, so. Ja.
Manchmal machen die eine Linkskurve, manchmal machen die Rechtskurve. Also, okay, es ist tatsächlich so, scheinbar. Wir werden jetzt auf den zweiten Pfeil warten. Aber allein schon, wo der erste hingeht, sagt uns, das ist nicht unbedingt Präzision, um was es hier geht. Zur Erinnerung, hiermit hatten wir 11 cm Streukreis. Ich glaube jetzt allein schon die Distanz zwischen den beiden Pfeilen sind bestimmt schon 13. Das sind keine 11. Das sind auch schon 20 cm. Ja, oder so sogar. Also, ja. Don't blame the shooter, blame the arrow. Ja. Guck, krass, ne? Das waren jetzt gerade 34 cm. Nicht 11, wie bei dem Fall davor. Und wir holen den einen gerade nochmal. Der ist ja auch sehr weit nach links außen gekommen. Mal gucken, wo der jetzt hingeht. Ja, es geht schon mal in die richtige Richtung. Immer noch haben wir hier. Ja, 27. Was machst du? Was? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Hier haben wir auch den Grund, warum die Gogan-Pfeile so komisch fliegen. Seht ihr, wie die eiern? Der rollt ja nicht. So, es geht weiter. Und unser nächster Teilnehmer ist Yak Archery. Und wir schießen hier natürlich auch wieder zuerst die Übungsspitzen und im Anschluss dann die Bodkins. Zuerst die Übungsspitzen. Okay, und wir messen den Streukreis. Nicht schlecht, 20. Und nächste. Okay. Ah, schade. Bis auf den einen Ausreißer hätten wir hier eigentlich ein ganz gutes Trefferbild. Aber wir haben nun mal diesen einen Ausreißer. Und deswegen haben wir einen Streukreis von 30 cm. 30 cm Yak Archery Übungsspitzen. Und der nächste Anlauf. Noch einmal die Übungsspitzen und danach wechseln wir auf die Bodkins. Oh, der ist aber schlecht ausgerissen. Oh, das wird ein sehr schlechter Streukreis diese Runde für Yak Archery. Der eine Ausreißer macht uns hier schon wieder alles kaputt. Und diesmal kommen wir auf 41. Starke Steigerung. 20, 30, 40. Gar nicht mal so gut, Yak Archery. So, und jetzt kommen die Bodkins bei Yak Archery dran. Der erste, gut. Und der
Zweite von Jack Archery. Ist okay. Der dritte. Okay. Also die Bodkins scheinen deutlich besser zu sein als die Übungsspitzen. Nicht schlecht. Und der Bodkin von Jack Archery. Oh. Okay. Okay, das sind 23 cm für die Bodkins. 23, das ist okay. Es geht natürlich noch besser, aber es geht natürlich auch deutlich schlechter. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass Jack Archery diesen Wert hält und bestätigen kann und nicht, wie bei den Übungsspitzen, sich langsam aber sicher ins Ausschießt. Okay. Das sind 20. Nicht schlecht. 20 cm Streukreis mit den Bodkins. Wie es aussieht, können die Bodkins also wirklich mehr als die Übungsspitzen. Sie sind zumindest mal präziser. Wobei man hier einen großen Nachteil dazu sagen muss bei den Bodkins. Und zwar ist die Spitze hier nicht gehärtet. Das ist natürlich schade, weil das ist der Vorteil, den die Bodkins für gewöhnlich mitbringen, warum der Bodkin mein Lieblingspfeil ist. Aber die sind wirklich schön präzise, das muss man wirklich denen zugute halten. Na, der ist doof geflogen. Oh, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los hier? Ja, diese Runde sind wir also schon was schlechter. Oh. So, dann messen wir mal den Streukreis. Das ist keine unter 30, das ist knapp über 30. Wir sind bei 31. Aber man kann trotzdem eindeutig sagen, wer hier auf Präzision gehen will, sollte trotzdem zu den Bodkins greifen und nicht zu den Übungsspitzen. Ist natürlich ein bisschen schade. Zweckentfremdet das Ganze ein bisschen, aber gut, so ist es. Und man muss Jack Archery hier auch zugute halten, dass die Bodkins im Vergleich zu den Übungsspitzen relativ günstig sind. Also ja, wenn Jack Archery, dann kauft bitte die Bodkins, nicht die Übungsspitzen. Und unser nächster Hersteller ist jetzt Steamboat mit den Übungsspitzen. Vollcarbon, nicht Hybrid. Heißt, wir sind hier ungefähr bei den alten Gewichten, die wir auch bei den Alufeilen hatten. Das heißt, wir sind hier bei 55 Pfund bestens bedient. Wie immer 3 Runden und im Anschluss die Bodkins. Davon dann auch 3 Runden. Hier bin ich jetzt echt mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt verhält. Weil also bei den Alufeilen war es halt wirklich so, mein Lieblingsfeil war immer der Bodkin. Immer. Weil der einfach immer präziser war. Immer. Und die Spitze halt auch gehärtet. Ne? Ob das jetzt hier auch so geht, dass die Bodkins also präziser sind als die Übungsspitzen? Man weiß es nicht. Wir müssen es testen.